Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl schier. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein Kapitalverbrecher hat sich heute zu verantworten. Das hohe Gericht hat scharf geladen und man kann auf etliche Jahre Zuchthaus gefasst sein. In den Augen des Volkes aber haftet nichts Ehrenrühriges an so einem Angeklagten. Zurücktreten! Yes, Maria! Oh, du mein armer, braver Bub! Rennt's nicht, Leid! Nur haben sie mich nicht überführt. Ruhe! Es ist nicht erlaubt, mit dem Delinquenten zu sprechen. Anderl, lass dir nichts gefallen und bestell nichts ein. Nix! Na, Anderl! Anderl! Vorwärts! Auf die Anklagebank! Mit dem Kerl! No, langsam! Mutter, komm, setz dich hin! Ich darf seine Erlaucht, den Grafen Sebastian Degenhardt von Haunsberg und Kopfsburg, erblichen Reichsrat, höflichst begrüßen. Erlaucht sind Nebenkläger dieses Prozesses, Spezialist für wildere Geschichten und selbst bekannter Autor von wilderer Tragödien. Erlaucht wollen die Freundlichkeit haben, hier Platz zu nehmen. Danke. Bitte schön, Herr Graf, daher, danke. Da ist der Sessel. Bitte, bitte, lassen Sie sich durch meine Anwesenheit absolut nicht stören. Ich habe schon mehrere Wildergeschichten erlebt. Bitte, bitte, fahren Sie fort. Sehr wohl, Herr Lacht. Angeklagter, Sie haben eben gehört, welch abscheulicher Verbrechen der Staatsanwalt Sie beschuldigt. Nun, äußern Sie sich dazu. Legen Sie ein reumütiges Geständnis ab. Was soll denn abstehen? Ich hab nichts verbrochen. Der Herr Staatsanwalt ist aber da ganz anderer Meinung. Sind Sie doch vernünftig und erschweren Sie Ihre Lage nicht unnütz. Man hat sie auf frischer Tat erwischt. Das Leugnen ist vollkommen sinnlos. Wer hat mich erwischt? Ein Herrn Graf seine Ärger. Die haben mich nicht erwischt. Die haben mich gerade angezeigt. Und die Gendarmen haben mich dann verhaftet. Aus dem Bett raus. Das ist kein Kunststück. Machen Sie keine großen Worte. Die Indizien sprechen gegen Sie. Die gräflichen Jäger haben Sie erkannt und mehrmals beobachtet. Hier ist Ihr Hut. Da liegt Ihre Wilderwaffe. Schäbig. Zerlegbar. Das typische Schießeisen eines Wilddiebs. Die Bix kehrt man nicht. Und der Hut ist auch nicht mein Hut. So. Ach, und der Rucksack, der gehört Ihnen wohl auch nicht. Und den gräflichen Rehbock, den Sie auf der Flucht haben zurücklassen müssen, den haben Sie natürlich auch nicht geschossen. Na, den Bock habe ich nicht geschossen. Und Rucksack habe ich überhaupt noch nie einen gehabt. Ach. Und Gewehr haben Sie auch noch nie eins besessen. Sie können nicht einmal umgehen mit so einer Büchse, nicht wahr? Mit einem Wort, Sie sind unschuldig wie ein kleines Kind. Bin ich? Ich verstehe überhaupt nichts von einem Gewehr. Na ja, ja, jetzt hören Sie aber auf, Mann. Sie waren doch Soldat, aktiv. Zu Befehl, bei der schweren Artillerie. Aber da haben wir nur mit Kanonen geschossen. Unterlassen Sie solche unverschämten Witze! Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Simon Oberdorfer herein. Der Zeuge ist Simon Oberdorfer. Jawohl. Ein freches Bürscherl ist das. Herr Vorsitzender, ich möchte mich für meinen Mandanten entschuldigen. Gewiss, er ist noch jung und schneidig, aber ich möchte doch hinzufügen, dass gerade sein couragiertes Auftreten nicht falsch aufgenommen wird. Mein Mandant ist nicht vorbestraft und steht heute zum ersten Mal vor Gericht. Na, danke, Herr Justizrat. Akzeptiert. Ich habe eine Frage an den Angeklagten. Bitte. Angeklagter. Wo waren Sie am 25. Juli um 10 Uhr abends? Um 10 Uhr? Ja. Wo ich da gewesen bin? Ja! Im Haunsberger Forst nicht? Wo denn dann? Bringen Sie ein stichfestes Alibi und die Anklage fällt in sich zusammen. Ich brauche kein Alibi. Ich bin ja so auch unschuldig.
Haben Sie mit diesem Gewehr da nicht auf die gräflichen Jäger gezielt? Ich? Auf die Jäger? Geschossen? Mit der Pix? Oh, jetzt wird's doch. Ich kenne das Gewehr überhaupt nicht. Schon gut, wir werden den Beweis erbringen. Ein Geständnis wäre mir lieber gewesen. War nicht übel. Ein typisch tragischer Held. Der Zeuge ist Simon Oberndorfer, gräflich Hansbergischer Forstmeister. Ja, ich danke sehr. Setzen Sie sich, Angeklagter. Hohes Gericht, ich stehe zur Verfügung. Danke, Forstmeister. Herr Zeuge, kennen Sie den Angeklagten? Ja, freilich von Jugend auf. Er ist der Sohn vom Huberam Holz. Sein Elternhaus ist ja von unserem Forsthaus höchstens eine Viertelstunde weit weg. Sagen Sie, wie sind Sie den Wilddiebereien des Angeklagten auf die Spur gekommen? Ja, also, das war so. Seit Mitte Mai bereits haben wir auf Nacht im Jagdhaus so eine halbe Zähne öfters einen Schuss gehört, obwohl das Jäger alle daheim gewesen sind. Ja. Ein solcher Lump, denke ich mir, der betreibt ja sein Geschäft direkt vor unserer Nase. Wir also aufs Quer in die Hände und nichts mehr aussieht, dem bat sie seiner Witterung noch. Mhm. Weit kann er nicht gewesen sein, weil der Schuss war deutlich zu hören, drin in der Stube. Ja. Aber zum Teufel, so viel wir auch suchen, so viel wir auch lauschen, nichts ist zum Sehen, nichts ist zum Hören. Ein paar Tage drauf kracht's wieder. Ja, bitte. Aber alles, warum er sitzt, wir finden keine Spur. Und so geht's weiter den ganzen Juni. Woch, zwei, dreimal gewiss. Der Kerl hält uns zum Narren, denke ich mir. Da müssen wir was anderes einfadeln. Also muss einer von uns in Anstand und steht auf der Pass. Ja. Das muss aber der Lump gespannt haben. Weil plötzlich schießt er drüben im Kreuzberger Wald. Ja, nachher haben wir uns verteilt und haben zu viert passt. Ja, nicht so ausführlich, Herr Zeuge. Halten Sie sich bitte ans Wesentliche. Na, immerhin ein Förster und drei Jäger gegen einen Wildschütz. Das ist nicht ganz ohne dramatische Spannung. Das könnte leicht zwei Tote geben und drei Schwerverletzte. Mindestens erlaucht. Weil so ein Bazi, der schießt ja lieber auf einen Jäger als wir aufs Wild. Aber Gott sei Dank hilft unser Herrgott den Jäger. Alle nur lieber, wie den Wildtyp. Ja, und so weiter, das Wesentliche, Herr Zeuge, das Wesentliche, bitte. Also die Geschichte war so weit, so gut. Endlich, so Anfangs Juli, glaube ich, muss gewesen sein, kriege ich den Lumpen wenigstens zum Sehen. Auf 100 Schritt. Wie er gerade über den Weg überrennt und im Unterholz verschwindet. Ach, und da wollten Sie den Mann erkannt haben? Ja, sofort. Ja, aber es war doch Nacht und mitten im Wald. Und auf 100 Schritt Entfernung. Umdrehen hatten wir Anfang Juli schlechtes Wetter. Und es schien kein Mond. Das macht mir gar nichts. Wissen Sie, als euer Jäger, ich habe ein Auge wie eine Katz. Also so finster kann eine Nacht überhaupt nicht sein, dass ich einen Wilderer nicht erkenne. Typischer Försterblick. Augen wie ein Luchs und tragt die Brille nur im Büro. Ruhe. Herr Zeuge, ich mache Sie darauf aufmerksam, Sie können vereidigt werden, gell? Das lasse ich mir nicht nehmen, ich habe ihn da kennt. Schließlich hat man doch ein Gespür für so ein Bazi. Das muss am Huber am Holz ein Anderl gewesen sein, das habe ich sofort gewusst. Gut, weiter. Was haben Sie daraufhin unternommen? Sofort telegrafiert. Telegrafiert? Ja, sofort. Weil wir haben den Auftrag von seiner erlaucht, dass wir, wenn ein Wildschütz im Revier auftaucht, ihn sofort verständigen müssen. Ja, das Telegramm erreichte mich in Paris. Ich setzte mich sogleich in den Orient-Express und begab mich auf mein hiesiges Schloss zu Haunsberg, die Aktion Wildschütz nun selber in die Hand nehmend. Mhm. Zunächst galt es also, den Gegner in Sicherheit zu wiegen. Andererseits aber auch einen Trick anzuwenden. Denn verfrühte Haussuchungen, die nützen ja nichts. Ja, bitte, bitte, erlaubt, wenn erlaubt, so gütig sein wollten, uns das etwas näher zu explizieren. Ja, bitte nehmen Sie Platz, Herr bitte, Zeuge. Ja. Ja, also wir hatten einen totgemähten Hasen und begaben uns mit diesem Tier direkt in die Höhle des Löwen, zum Huber am Holz. Mhm. Huberin, sagte ich, heute ist ein schöner Sommertag und hier ist ein Has. Liebe Bäuerin, seien Sie doch so freundlich und braten Sie uns das Viecherl. Hier, und ich drück dir ein 20-Mark-Stück in die Hand, hier ist der Lohn für Ihre sicherlich erfahrene Kochkunst. Ja, und nun waren wir gespannt, ob dieses Experiment glücken würde. Ja, ja, ja. Denn
bringt sie ein halbwegs brauchbares Essen zustande, und dann ist sie doch als eine erfahrene Wildbrettköchin überführt. Ja, natürlich, ja. Wenn nicht, also bitte, dann mag das für die Unschuld des Hauses zeugen. Ach so, selbstverständlich. Ja. Den Erfolg unserer Bemühungen wird Ihnen die Mutter des Angeklagten am besten erzählen können. Verbindlichsten Dank, Herr Bitte. Wachmeister, die Zeugin Elisabeth Huber, aber geschwind! Turnerin, aber geschwind! Die beste Wildererprobe, von der ich je gehört oder gelesen habe. Ja, die hat mir übrigens ein ungarischer Fürst erzählt. Ja, ja, die ist todsicher. Einsperren, wenn sie einen Anderl dern. Nachher geh ins Kloster. Falsche Wilderer dern. Tu nicht so scheinheilig. Oder ins Wasser. Ruhe! Die Zeugin Huber Elisabeth. Huberbäuerin am Holz. Kommers Mutter, du musst einen Eid schwören. Ein Eid? Ja, aber kein Schwarzenbäuerin. Kein solchen, wo der Rauch aufgeht. Bei uns rauchst nicht. Aber da, bei den grünen Jagerszenen, da stimmt's nicht. Seh fix, die wollen ein Blut sehen und einen Rauch. Pass auf, Nandl, sei gescheit. Du, die Bratzen weg von dem Dirndl, Saujager! Also drückt er mir den Hasen in die Hand und der Goldstickel dazu. Mein, denk ich mir, was mache ich denn gerade, dass einem der Has schmeckt? Als Bayerin versteht man doch überhaupt nichts von solchen Viecher. Bei uns gibt's ja raus, ja rein Nudel und Gnädel und hier und da ein bisschen Schweines. Mein Gott, was machst du jetzt mit einem solchen Viech? Fragen habe ich mir auch nicht traut. Also habe ich den Hasen, wie er war, im Bratrehen reingesteckt, habe Wasser drüber gegossen und Salz und Pfeffer und Zwiebeln und ein Petersilie, damit er eine gute Sauce macht, und habe brav eingekotzt. Was, Sie haben den Hasen nicht abgezogen? Sie haben den Hasen mitsamt dem Fell gebraten? Ja. Ganz à la Natur. Mein Gott, was weiß ich, wenn man einen Hasen brat? Es hat jedenfalls impertinent gestunkt. Ja, das lässt sich denken. Ich habe mir halt gedacht, die feinen Herren, die mengen das so. Ruhe im Saal! Frau Zeugin, für wie dumm halten Sie eigentlich das Gericht? Herr Richter, wenn Sie mir's nicht glauben, kann ich Ihnen nicht helfen. Aber darauf schwöre ich an jeden Eid. Gerade so ist es gewesen. Nach einer Stunde habe ich den Hasen mitsamt der Reihen, den ich in den Hof austrage, ein paar Brot dazu und habe gesagt, Herr Graf, habe ich gesagt, guten Appetit. Bald waren wir ein wenig anbringt. Danke, das genügt. Pfui Teufel, setzen Sie sich! Eine typische Wildschützmutter. Die Hasenprobe hat ein befriedigendes Ergebnis gebracht. Unser Verdacht hat sich bestätigt. Allerdings in einer etwas unerwarteten Art und Weise. Die Festnahme des Wilders, das war jetzt natürlich nur eine Frage der Zeit. Aber das wird Ihnen am besten mein Jäger, der Sepp, erzählen. Sehr wohl, er lacht. Wachmeister, Zeugen Josef Wittbichler. Ein Hetz ist das. Frau Zeugin, stehen Sie auf. Eine Frage. Sehen Sie sich die Sachen da am Tisch an. Erkennen Sie diesen Hut, diesen Rucksack, das zerlegbare Jagdgewehr? Nein, das gehört alles nicht an Anderl. Mein Bub hat gerade einen Feiertagshut und den setzt er nicht auf. Herr Vorsitzender, ich muss die gräfliche Hasenprobe als gerichtliches Beweisindiz, als unzumutbar ablehnen. Außerdem kann ich die ganze Geschichte weit eher zugunsten meines Mandanten interpretieren. Beim Huber am Holz ist eben noch nie ein Hasenbraten gerochen worden. Sie argumentieren sehr scharfsinnig, Herr Justizrat. Ich allerdings glaube, dass die Huberin den Braten sehr wohl gerochen hat. Der Zeuge Josef Windbichler, gräflich hansbergischer Jäger. Ja, danke schön. Herr Lauf. Wo ins Gericht, melde mich zur Stelle. Ja. Herr Wimpiger, Sie haben den Angeklagten so quasi zur Strecke gebracht. Erzählen Sie bitte. Also das war so, wie wir damals mit dem Herrn Grafen bei der Huberin den Hasen haben braten lassen, da habe ich auch den Anderl gesehen. Ich habe mir genau angeschaut. Mhm. Auch seinen Hut habe ich mir genau angeschaut. Ja, und am anderen Tag hat es wieder gekracht. Pünktlich um 9:30 Uhr im Kreuzberger Forst bei der alten Eiche. Ich hatte das Glück, ganz in der Nähe zu stehen. Ja, ich spring vor, seh den Schuften und setz ihm nach. Ja. Und dann halt ich mich wieder ganz still. Er hat mich nicht gesehen, aber ich ihn. Na,
Er rennt auf die Lichtung zu und bückt sich über den Rehbock. Ich schlag meinen Stutzen an und hab den Bazi genau im Visier. Halt, steh bleiben oder es kracht, schrei. Ja, er lässt den Rehbock liegen und das Gewehr und dann rennt er davon. Und dann hat er seinen Hut verloren. Verloren? Der Hut ist durchlöchert. Sie müssen auf den Träger dieses Hutes geschossen haben. Hab ich. Aber nicht auf den Schuften selber, sondern bloß auf seinen Hut. Ja, ja, es ist ein brillanter Schütze, mein Jäger. Ja, ich nehme das Gewehr, den Rucksack und den Hut. Es war ein anderer sein Hut. Ja. Der Fall war erledigt. Alles andere war nun Sache der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Meine Herren, es folgt der Tragödie letzter Teil. Tun Sie Ihre Pflicht, Besuch der geliebten wilderer Braut im Zuchthaus, etc., etc. Solche Szenen sind ja meist rührender als weinende Mädchen am offenen Grab. Ich danke, Graf Sebastian. Beweisaufnahme ist geschlossen. Bitte die Plädoyers. Bitte, Herr Staatsanwalt, setzen Sie sich, Herr Zeuge. Herr Vorsitzender, meine Herren Schöffen, in der Tat, die Indizien reichen. Der polizeilichen Hausdurchsuchung ist es auch noch gelungen, das Versteck des hier vor uns liegenden Gewehrs ausfindig machen zu können. So. Ja, das mag seltsam klingen, wo doch die Waffe sich bereits im Polizeigewahrsam befunden hat. Aber es hat seine Richtigkeit. Im Rauchfang des Huberschen Anwesens fand man nämlich einen Haken, an dem offensichtlich dieses Gewehr da sein Versteck hatte. Offensichtlich, weil der Rußschatten genau mit den Umrissen dieser Waffe identisch war. Hohes Gericht, ich fasse also kurz zusammen. Ja, wenn man denn der? Zeugen! In unserem Rauchfang sind mehrere Haken. Da hängt das Gesicht dran, das kennt man freilich. Die Stücke sind oft recht lang. Keine Unterbrechung, fahren Sie fort, Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, ich fasse ja zusammen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Mein Bub muss seine Gerechtigkeit kriegen. Ruhe! Herr Vorsitzender, ich muss Sie bitten, die Beweisaufnahme noch eine Weile fortzusetzen. Die Verteidigung hat nämlich noch eine weitere Zeugin vorzuführen, aus deren Aussage sich sehr rasch die Unschuld meines Mandanten ergeben wird. Die Zeugin, wen haben wir denn da? Das Nannerl. Die Zeugin Fräulein Anna Gschwendtner. Ja, Himmel, dann Wetter noch mal. Pardon, Erlauch, das ist außerordentlich peinlich. Da sitzen wir morgen früh noch da. Wachmeister, rufen Sie die Zeugin rein. Jawohl. Immer die Scherereien mit den Apfelkarten. Ich danke. 2 Jahre bin ich gesessen. Ich kenn euch. Aber mein Anderl rührt mir keiner mehr an. Halt's mei. Lass mich in Ruhe. Huber, Vater, halt dich zurück. Er ist ja unschuldig. Die Zeugin geschwind bei Anna. Geh weiter dir, dann mach der Aussage, damit er hinterher geht. Mein Großvater hat's erschossen. Ist tapfer mein Jager. Beim Spazieren geht er erschossen. Unschuldig. Zwingen Sie einem lausigen Rehbock. Sie sind also seit 2 Jahren Dienstmagd im Forsthaus und gleichzeitig die Braut eines Wilderers? Brav. Na ja, jetzt heulen's nicht. Reden's deutlich, machen Sie den Mund auf. Das ist nicht sein Hut. Aber Sie kennen den Hut? Ja. Ja, Himmel, Donnerwetter noch mal. Wem gehört denn dieser verdammte Hut? Der Hut gehört dem Herrn Förster. Das ist der ganz neue Hut. Was? Was, der Hut gehört Ihnen, Herr Forstmeister? Ja, bitte treten Sie vor, überzeugen Sie sich genau, schauen Sie sich den Hut in aller Ruhe an. Mein alter Hut? Was sagt er mit? Ja, das ist er. Darf ich um eine Erklärung bitten? Also, ich hab den Hut schon jahrelang nicht mehr aufgehabt, der ist am Boden rumgelegen. Da drauf reißt dich jeden ein, Herr Vorsitzender. Das ist der Hut, den der Angeklagte auf den Kopf getragen hat. Aufgehabt habe ich den Hut, ja. Aber mir gehört er trotzdem nicht. Ich hab mir gerade ausleichen lassen. Jetzt geht mir ein Licht auf. Sie, das Hausmadel, hat ihm den Hut gegeben. Ja, und den Bock auch. Auch das Gewehr ist von eurem Dachboden. Ruhe, ich bitte um Ruhe! Ja, Fräulein Zeugin, das ist ja die Höhe. Ja, sagen Sie mal, wie kommen Sie denn dazu, Ihren Brotherrn dermaßen hinters Licht zu führen? Das ist ja grober Unfug, ist das? Das ist ja gröbster Unfug, ist das? Mei,
Weil ich ihn halt gern hab. Und weil ich sonst nie zu ihr ans Kammerfenster hätte kommen können, Herr Rat. Die Jäger hätten ja mal jetzt mal heimgescheitelt. Heimgescheitelt? Die Jäger? Ja, verstehe ich das richtig? Haben die sich auch um ihre Gunst bemüht? Und wir? Besonders der Sepp? Der ist ganz eifersüchtig gewesen. Der hätte einen anderen glatt erschossen, wenn er erwischt hätte an meinem Kammerfenster. Er hat mich aber nicht erwischt. Weil er mit die Wilder danach ist. Wildkatz, falsche. Um 9:30 ein Schuss. Um 10 Uhr beim Dirndl am Fenster. Die Rechnung ist aufgegangen wie in der ersten Klasse falsche. Ich glaube, es muss heran. Ich bin kein Wildschütz. Und wenn mir der Vater einen Hof übergibt, dann heirate ich morgen noch meinen Anderl. Jedenfalls, dem Lausdirndl ist ab sofort gekündigt. Ja, also, dass Sie Ihren Hut nicht erkannt haben, Herr Forstmeister, das ist ja gerade noch verzeihlich. Aber dass Sie auf Ihren eigenen Rehbock reingefallen sind. Also, das ist mir unverständlich. Na, bitte setzen Sie sich alle miteinander hin. Nein, Frau Zeugin, Sie da drüben, gell? Ja, Herr Lauchte, es tut mir leid, dass der Prozess diesen Verlauf genommen hat. Was bleibt übrig? Unbefugtes Schießen im Wald, grober Unfug. Ich glaube, wir kommen mit einer Geldstrafe davon. Tja, das ist ein kurioser Fall. Keine Tragödie. Schade, ich wäre eigentlich besser nach Tirol gefahren. Nun ja, vielleicht versuchen Erlach das mal mit einer Komödie. Komödie? Hm? Sagen Sie, lieber Richter, machen Sie sich lustig über mich? Wildschützen kommen doch nur in Tragödien vor. Nun ja, also wie erlaucht belieben. Aber das hier ist jedenfalls für mich eine Komödie. So? Na ja, bitte, wenn Sie glauben. Ja. Herr Staatsanwalt, ich glaube, wir schenken uns die Plädoyers. Der Angeklagte ist frei zu sprechen. Nein, nein. Ich bitte um Ruhe. Frei zu sprechen wegen erwiesener... Moment, das geht ja nicht. Was sagen wir denn, Herr Staatsanwalt? Mangels Beweisen. Ist frei zu sprechen wegen mangels Beweisen von der Anklage der Wilddieberei. Er trägt allerdings sämtliche Kosten des Verfahrens und zahlt eine Buße von 10 Mark wegen unerlaubten Schießens im Walde. So, die Sitzung ist geschlossen. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat eh niemanden geschickt. Dankeschön, Ziska. Übrigens, Herr Kollege, erinnern Sie sich noch an diese Geschichte mit der Hasenprobe damals? Ah ja, mit dem Viecherl. Mit dem Viecherl und der Huberbäuerin. Seit der Zeit kann ich keinen Hasenbraten mehr riechen und hat mir immer so gut geschmeckt aus Ihrer Küche, der Frau. Ja. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht. Weinende Mädchen am offenen Grab. Ich danke, Graf Sebastian. Beweisaufnahme ist geschlossen. Bitte die Plädoyers. Bitte, Herr Staatsanwalt, setzen Sie sich, Herr Zeuge. Herr Vorsitzender, meine Herren Schöffen. In der Tat, die Indizien reichen. Der polizeilichen Hausdurchsuchung ist es auch noch gelungen, das Versteck des hier vor uns liegenden Gewehrs ausfindig machen zu können. So. Ja, das mag seltsam klingen, wo doch die Waffe sich bereits in Polizeigewahrsam befunden hat. Aber es hat seine Richtigkeit. Im Rauchfang des Huberschen Anwesens fand man nämlich einen Haken, an dem offensichtlich dieses Gewehr da sein Versteck hatte. Offensichtlich, weil der Rußschatten genau mit den Umrissen dieser Waffe identisch war.
Hohes Gericht. Ich fasse also kurz zusammen. Ja, spinnt man... denn der? Zeugen! In unseren Rauchfang sind mehrere Haken. Da hängt das Gesicht dran. Das kennt man freilich. Die Stücke sind oft recht lang. Keine Unterbrechung. Fahren Sie fort, Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht. Ich fasse ja zusammen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Mein Bub muss seine Gerechtigkeit kriegen. Ruhe! Herr Vorsitzender, ich muss Sie bitten, die Beweisaufnahme noch eine Weile fortzusetzen. Die Verteidigung hat nämlich noch eine weitere Zeugin vorzuführen, aus deren Aussage sich sehr rasch die Unschuld meines Mandanten ergeben wird. Die Zeugin, wen haben wir denn da? Das Nannerl. Die Zeugin Fräulein Anna Gschwendtner. Ja, Himmel, aller Wetter noch mal. Pardon, erlaubt das außerordentlich. Peinlich. Da sitzen wir morgen früh noch da. Wachmeister, rufen Sie die Zeugen rein. Jawohl. Immer die Scherereien mit den Apfelkarten. Ich danke. 2 Jahre bin ich gesessen. Ich kenn euch. Aber mein Anderl rührt mir keiner mehr an. Halt's mei. Lass mich in Ruhe. Bube, Vater, halt dich zurück. Er ist ja unschuldig. Die Zeugin Gschwendtner, Anna. Geh weiter dir und mach die Aussage, damit er endlich hergeht. Mein Großvater hat's erschossen, ist tapfer mein Jäger. Beim Spazieren geht er erschossen. Unschuldig. Zwingen Sie einem lausigen Rehbock. Sie sind also seit 2 Jahren Dienstmagd im Forsthaus und gleichzeitig die Braut eines Wilderers? Brav. Na ja, jetzt heulen's nicht. Reden's deutlich, machen Sie den Mund auf. Das ist nicht sein Hut. Aber Sie kennen den Hut? Ja. Ja, Himmel, Donnerwetter noch mal, wem gehört denn dieser verdammte Hut? Der Hut gehört dem Herrn Förster. Das ist ja ganz neuer Hut. Was? Was, der Hut gehört Ihnen, Herr Forstmeister? Ja, bitte treten Sie vor, überzeugen Sie sich genau, schauen Sie sich den Hut in aller Ruhe an. Mein alter Hut? Haben wir. Mein Mandant ist nicht vorbestraft und steht heute zum ersten Mal vor Gericht. Na, danke, Herr Justizrat. Akzeptiert. Ich habe eine Frage an den Angeklagten. Bitte. Angeklagter, wo waren Sie am 25. Juli um 10 Uhr abends? Um 10 Uhr? Ja. Wo ich da gewesen bin? Ja! Im Haunsberger Forst nicht? Wo denn dann? Bringen Sie ein stichfestes Alibi und die Anklage fällt in sich zusammen. Ich brauche kein Alibi. Ich bin ja so auch unschuldig. Haben Sie mit diesem Gewehr da nicht auf die gräflichen Jäger gezielt? Ich? Auf die Jäger? Geschossen? Mit der Pix? Oh, jetzt wird's doch. Ich kenn das Gewehr überhaupt nicht. Schon gut, wir werden den Beweis erbringen. Ein Geständnis wäre mir lieber gewesen. War nicht übel. Ein typisch tragischer Held. Der Zeuge Simon Oberndorfer, gräflich hansbergischer Forstmeister. Ja, ich danke sehr. Setzen Sie sich, Angeklagter. Hohes Gericht, ich stehe zur Verfügung. Danke, Forstmeister. Herr Zeuge, kennen Sie den Angeklagten? Ja, freilich von Jugend auf. Er ist der Sohn vom Huberam Holz. Sein Elternhaus ist ja von unserem Forsthaus höchstens eine Viertelstunde weit weg. Sagen Sie, wie sind Sie den Wilddiebereien des Angeklagten auf die Spur gekommen? Ja, also, das war so. Seit Mitte Mai bereits haben wir auf Nacht im Jagdhaus so eine halbe Zähne öfters einen Schuss gehört, obwohl das die Jäger alle daheim gewesen sind. Ja. Ein solcher Lump, denke ich mir, der betreibt ja sein Geschäft direkt vor unserer Nase. Wir also aufs Quer in die Hände und nichts mehr aussieht, dem bat sie seiner Witterung noch. Mhm. Weit kann er nicht gewesen sein, weil der Schuss war deutlich zu hören, drin in der Stube. Ja. Aber zum Teufel, so viel wir auch suchen, so viel wir auch lauschen, nichts ist zum Sehen, nichts ist zum Hören. Ein paar Tage drauf kracht's wieder. Ja, bitte. Aber alles, warum er sitzt, wir finden keine Spur. Und so geht's weiter den ganzen Juni. Woch, 2-3 Mal gewiss. Der Kerl hält uns zum Narren, denke ich mir. Da müssen wir was anderes einfadeln. Also muss einer von uns in Anstand und steht auf der Pass. Ja. Das muss aber der Lump gespannt haben. Weil plötzlich schießt er drüben im Kreuzberger Wald. Ja, nachher haben wir uns verteilt und haben zu viert gepasst. Ja, nicht so ausführlich, Herr Zeuge. Halten Sie sich bitte ans Wesentliche. Na, immerhin, ein Förster
Und drei Jäger gegen einen Wildschütz? Das ist nicht ganz ohne dramatische Spannung. Das könnte leicht zwei Tote geben und drei Schwerverletzte. Mindestens erlaucht. Weil so ein Bazi, der schießt ja lieber auf einen Jäger als wir aufs Wild. Aber Gott sei Dank hilft unser Herr. Hier ist Ihr Hut. Da liegt Ihre Wilderwaffe. Schäbig, zerlegbar. Das typische Schießeisen eines Wilddiebs. Die Bix kehrt man nicht. Und der Hut ist auch nicht mein Hut. So. Ach, und der Rucksack, der gehört Ihnen wohl auch nicht. Und den gräflichen Rehbock, den Sie auf der Flucht haben zurücklassen müssen, den haben Sie natürlich auch nicht geschossen. Na, den Bock habe ich nicht geschossen. Und Rucksack habe ich überhaupt noch nie einen gehabt. Ach, und Gewehr haben Sie auch noch nie eins besessen. Sie können nicht einmal umgehen mit so einer Büchse, nicht wahr? Mit einem Wort, Sie sind unschuldig wie ein kleines Kind. Bin ich? Ich verstehe überhaupt nichts von einem Gewehr. Na ja, ja, jetzt hören Sie aber auf, Mann. Sie waren doch Soldat, aktiv. Zu Befehl, bei der schweren Artillerie. Aber da haben wir nur mit Kanonen geschossen. Unterlassen Sie solche unverschämten Witze! Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Simon Oberdorfer herein. Der Zeuge ist Simon Oberdorfer. Jawohl. Ein freches Bürscherl ist das. Herr Vorsitzender, ich möchte mich für meinen Mandanten entschuldigen. Gewiss, er ist noch jung und schneidig, aber ich möchte doch hinzufügen, dass gerade sein couragiertes Auftreten nicht falsch aufgenommen wird. Mein Mandant ist nicht vorbestraft und steht heute zum ersten Mal vor Gericht. Na, danke, Herr Justizrat. Akzeptiert. Ich habe eine Frage an den Angeklagten. Bitte. Angeklagter, wo waren Sie am 25. Juli um 10 Uhr abends? Um 10 Uhr? Ja. Wo ich da gewesen bin? Ja! Im Haunsberger Forst, nicht? Wo denn dann? Bringen Sie ein stichfestes Alibi und die Anklage fällt in sich zusammen. Ich brauche kein Alibi. Ich bin ja so auch unschuldig. Haben Sie mit diesem Gewehr da nicht auf die gräflichen Jäger gezielt? Ich? Auf die Jäger? Geschossen? Mit der Pix? Oh, jetzt wird's doch. Ich kenne das Gewehr überhaupt nicht. Schon gut, wir werden den Beweis erbringen. Ah, ein Geständnis wäre mir lieber gewesen. War nicht übel. Ein typisch tragischer Held. Der Zeuge ist Simon Oberndorfer, gräflich hansbergischer Forstmeister. Ja, ich danke sehr. Setzen Sie sich, Angeklagter. Hohes Gericht, ich stehe zur Verfügung. Danke, Forstmeister. Herr Zeuge, kennen Sie den Angeklagten? Ja, freilich von Jugend auf. Er ist der Sohn vom Huberam Holz. Sein Elternhaus ist ja von unserem Forsthaus höchstens eine Viertelstunde weit weg. Sagen Sie, wie sind Sie den Wilddiebereien des Angeklagten auf die Spur gekommen? Ja, also, das war so. Seit Mitte Mai bereits haben wir auf Nacht im Jagdhaus so eine halbe Zähne öfters einen Schuss gehört. Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein Kapitalverbrecher hat sich heute zu verantworten. Das Hohe Gericht hat scharf geladen und man kann auf etliche Jahre Zuchthaus gefasst sein. In den Augen des Volkes aber haftet nichts Ehrenrühriges an so einem Angeklagten. Zurücktreten! Yes, Maria! Oh, du mein armer, braver Bub! Wenn's nicht leid, nur haben sie mich nicht überführt. Ruhe, es ist nicht erlaubt, mit dem Delinquenten zu sprechen. Anderl, lass dir nichts gefallen und bestell nichts ein. Nix. Na, Anderl. Anderl. Vorwärts. Auf die Anklagebank. Mit dem Kerl. No, langsam. Mutter, komm, setz dich hin. Ich darf seine Erlaucht, den Grafen Sebastian Degenhardt von Haunsberg und Kopfsburg, erblichen Reichsrat, höflichst begrüßen. Erlaucht sind Nebenkläger dieses Prozesses, Spezialist für wildere Geschichten und selbst bekannter Autor von wilderer Tragödien. Erlaucht wollen die Freundlichkeit haben, hier Platz zu nehmen. Danke. Bitte schön, Herr Graf, daher, danke. Da ist der Sessel. Bitte, lassen Sie sich durch meine Anwesenheit absolut nicht stören.
Ich habe schon mehrere Wildergeschichten erlebt. Bitte, bitte, fahren Sie fort. Sehr wohl. Angeklagter, Sie haben eben gehört, welch abscheulicher Verbrechen der Staatsanwalt Sie beschuldigt. Nun, äußern Sie sich dazu. Legen Sie ein reumütiges Geständnis ab. Was soll denn abstehen? Ich hab nichts verbrochen. Der Herr Staatsanwalt ist aber da ganz anderer Meinung. Sind Sie doch vernünftig und erschweren Sie Ihre Lage nicht unnütz. Man hat Sie auf frischer Tat erwischt. Das Leugnen ist vollkommen sinnlos. Wer hat mich erwischt? Ein Herrn Graf seine Ärger. Die haben mich nicht erwischt, die haben mich gerade angezeigt. Und die Gendarmen haben mich dann verhaftet. Aus dem Bett raus. Das ist kein Kunststück. Machen Sie keine großen Worte. Die Indizien sprechen gegen Sie. Die gräflichen Jäger haben Sie erkannt und mehrmals beobachtet. Hier ist Ihr Hut. Da liegt Ihre Wilderwaffe. Schäbig, zerlegbar. Das typische Schießeisen eines Wilddiebs. Die Bix kehrt man nicht. Und der Hut ist auch nicht mein Hut. So. Ach, und der Rucksack, der gehört Ihnen wohl auch nicht. Und den gräflichen Rehbock, den Sie auf der Flucht haben zurücklassen müssen, den haben Sie natürlich auch nicht geschossen. Na? Fragen habe ich mir auch nicht getraut. Also habe ich den Hasen wie er war in Bratrehen reingesteckt, habe Wasser drüber gegossen und Salz und Pfeffer und Zwiebeln und ein Petersilie, damit er eine gute Sauce macht, und habe brav eingekotzt. Was, Sie haben den Hasen nicht abgezogen? Sie haben den Hasen mitsamt dem Fell gebraten? Ja. Ganz à la Natur. Mein Gott, was weiß ich, wenn man einen Hasen brat. Es hat jedenfalls impertinent gestunkt. Ja, das lässt sich denken. Ich habe mir halt gedacht, die feinen Herren, die mengen das so. Ruhe im Saal! Frau Zeugin, für wie dumm halten Sie eigentlich das Gericht? Herr Richter, wenn Sie mir's nicht glauben, kann ich Ihnen nicht helfen. Aber darauf schwöre ich an jeden Eid. Gerade so ist gewesen. Nach einer Stunde habe ich den Hasen mitsamt der Reihen, den ich hier in den Hof austrage, ein paar Brot dazu und habe gesagt, Herr Graf, habe ich gesagt, guten Appetit. Bald werden wir ein wenig anbringt. Danke, das genügt. Pfui Teufel, setzen Sie sich! Ja, eine typische Wildschützmutter. Die Hasenprobe hat ein befriedigendes Ergebnis gebracht. Unser Verdacht hat sich bestätigt, allerdings in einer etwas unerwarteten Art und Weise. Die Festnahme des Wilders, das war jetzt natürlich nur eine Frage der Zeit. Aber das wird Ihnen am besten mein Jäger, der Sepp, erzählen. Sehr wohl, erlaucht. Wachtmeister, Zeugen Josef Wittbichler. Ein Hetz ist das. Frau Zeugin, stehen Sie auf. Eine Frage. Sehen Sie sich die Sachen da am Tisch an. Erkennen Sie diesen Hut, diesen Rucksack, das zerlegbare Jagdgewehr? Nein, nein, das gehört alles nicht an Anderl. Mein Bub hat gerade einen Feiertagshut und den setzt er nicht auf. Herr Vorsitzender, ich muss die gräfliche Hasenprobe als gerichtliches Beweisindiz, als unzumutbar ablehnen. Außerdem kann ich die ganze Geschichte weit eher zugunsten meines Mandanten interpretieren. Beim Hub am Holz ist eben noch nie ein Hasenbraten gerochen worden. Sie argumentieren sehr scharfsinnig, Herr Justizrat. Ich allerdings glaube, dass die Huberin den Braten sehr wohl gerochen hat. Der Zeuge Josef Windbichler, gräflich hansbergischer Jäger. Ja, danke schön. Herr Lauf. Wo ins Gericht, melde mich zur Stelle. Ja, Herr Windbichler, Sie haben den Angeklagten so quasi zur Strecke gebracht. Erzählen Sie bitte. Also das war so. Wie wir damals mit dem Herrn Grafen bei der Huberin den Hasen haben braten lassen. Herr Vorsitzender, ich muss die gräfliche Hasenprobe als gerichtliches Beweisindiz, als unzumutbar ablehnen. Außerdem kann ich die ganze Geschichte weit eher zugunsten meines Mandanten interpretieren. Beim Hub am Holz ist eben noch nie ein Hasenbraten gerochen worden. Sie argumentieren sehr scharfsinnig, Herr Justizrat. Ich allerdings glaube, dass die Huberin den Braten sehr wohl gerochen hat? Der Zeuge Josef Windbichler, gräflich hansbergischer Jäger. Ja, danke schön. Herr Lauf,
Vor ins Gericht melde mich zur Stelle. Ja, Herr Wimpiger, Sie haben den Angeklagten so quasi zur Strecke gebracht. Erzählen Sie bitte. Also das war so, wie wir damals mit dem Herrn Grafen bei der Huberin den Hasen haben braten lassen, da habe ich auch den Anderl gesehen. Ich habe mir genau angeschaut. Mhm. Auch seinen Hut habe ich mir genau angeschaut. Ja, und am anderen Tag hat es wieder gekracht. Pünktlich um 9:30 Uhr im Kreuzberger Forst bei der alten Eiche. Ich hatte das Glück, ganz in der Nähe zu stehen. Ja, ich spring vor, sehe den Schuften und setze ihm nach. Ja. Und dann halte ich mich wieder ganz still. Er hat mich nicht gesehen, aber ich ihn. Ja, er rennt auf die Lichtung zu und bückt sich über den Rehbock. Ich schlag meinen Stutzen an und hab den Bazi genau im Visier. Halt, steh bleib, wo das kracht, schrei. Ja, er lässt den Rehbock liegen und das Gewehr und dann rennt er davon. Und dann hat er seinen Hut verloren. Verloren? Der Hut ist durchlöchert. Sie müssen auf den Träger dieses Hutes geschossen haben. Hab ich. Aber nicht auf den Schuften selber, sondern bloß auf seinen Hut. Ja, ja, es ist ein brillanter Schütze, mein Jäger. Ja, ich nehme das Gewehr, den Rucksack und den Hut. Es war ein anderer sein Hut. Ja. Der Fall war erledigt. Alles andere war nun Sache der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Meine Herren, es folgt der Tragödie letzter Teil. Tun Sie Ihre Pflicht. Besuch der geliebten wilderer Braut im Zuchthaus, etc., etc. Solche Szenen sind ja meist rührender als weinende Mädchen am offenen Grab. Ich danke, Graf Sebastian. Beweisaufnahme ist geschlossen. Bitte die Plädoyers. Bitte, Herr Staatsanwalt, setzen Sie sich, Herr Zeuge. Herr Vorsitzender, meine Herren Schöffen, in der Tat, die Indizien reichen. Der polizeilichen Hausdurchsuchung ist es auch noch gelungen, das Versteck des hier vor uns liegenden Gewehrs ausfindig machen zu können. So. Ja, das mag seltsam klingen, wo doch die Waffe sich bereits im Polizeigewahrsam befunden hat. Aber es hat seine Richtigkeit. Im Rauchfang des Huberschen Anwesens fand man nämlich einen Haken, an dem offensichtlich